Platin Mike? Nein, was geht ab, Leute? Ich bin's wieder, Platin Mike. Willkommen zu Part 2 von Cyberpunk. Na, da ist der Punk ein Cyber. Ihr wisst schon Bescheid. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und haut's rein. Haut's rein. So, was mache ich jetzt? Kann ich starten oder kann ich starten? Sergan, servus. Es geht, Sergan. Hey, Lupo, servus. Servus, was geht euch? Doch, habe ich doch gestern gesagt, ich komme heute. Ich habe gedacht, nachdem ich dich gefragt habe. Nee, nachdem du mich gefragt hast, ob ich komme, habe ja gestern gesagt, ja. Ich komme die ganze Woche. Freitag wird spät, auf jeden Fall. Kann ich gleich sagen. Servus, Ahmed. Bei mir läuft mit Spiele, ja? Kauf noch mehr am besten. Guten Morgen, Night City! Das Ergebnis der gestrigen Leichenlotterie, eine solide 30. 10 davon aus Heimwood. Geht doch nichts über Gangkriege. Dazu ein toter Polizist. Also seid ihr alle sowas von im Arsch. Sowas nimmt das NCPD persönlich. Während in Santo Domingo erneut Stromausfall herrscht. Howdy, howdy, Night City. Willkommen zurück. Mein Gast heute Abend ist Lieutenant Sarah Tarkovsky, Sprecherin des NCPD. Sarah, willkommen in der Show. Was wollte ich jetzt sagen? Freut mich, hier zu sein. Haben Sie es denn ohne Zwischenfälle hierher geschafft? Keine Autoentführung oder Drive-By-Shooting? Also ich muss euch mal was sagen. Nein, nein. Zum Glück werden die Straßen von weil mich nervt es, ich muss sagen, das belastet mich ein bisschen. Und zwar gab es einen hier, der hat mich kopiert, so ein bisschen. Na, auch was meinen Namen anging. Und ich habe die Person immer als korrekt empfunden. Aber irgendwie stellt sich so raus, dass es irgendwie nicht so der Fall ist, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ja, das will möchte ich jetzt nicht sagen unbedingt, aber ich weiß nicht. Die Person hat mir Dinge über eine Person erzählt, die ich nicht abhaben kann. Na, ich sag's euch, wie es ist. Ich habe der Person das Schlimmste gewünscht, na, weil die andere Person mich ausgenutzt hat. So bin ich halt einfach. Ich habe halt gemeint so Sachen, er soll sterben und so ein Scheiß. Na, habe ich halt gesagt, weil ich wütend bin, aber war. Und ja, einer von den hier Anwesenden. Und er hat mir auch immer gezeigt, was der andere so geschrieben hat über mich. Und irgendwann mal später sagte mir, dass er mit dem spielt jetzt. So ganz komisch, wisst ihr, was ich meine? Der andere hat mich ausgenutzt und er zeigt mir den Chatverlauf von dem anderen, was er so über mich erzählt hat. Und ein paar Tage später spielen die miteinander. Ganz komisch, oder? Ja, ich glaub's auch, ey. Deswegen werde ich in Zukunft... Ich werde es einfach so machen. Ich werde nicht mehr so viele Anfragen auf PlayStation annehmen, Freundesanfragen. Und ich werde auch nur noch mit Leuten spielen aus dem Stream, die mindestens 3 Monate lang hier auf dem Kanal unterwegs sind oder die ein Abo dagelassen haben. Dass solche Sachen einfach nicht mehr passieren, weil mir ist aufgefallen, wenn ich mit dem einen oder anderen Zuschauer gespielt habe, dann ist es irgendwie, ich weiß nicht, was mit den Leuten ist, aber ich muss euch sagen, ey, ganz hinterfotzige Leute, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ich kann es so komisch halt. Gibt halt einfach so Dinge, wo ich mir halt denke, deine Gaming-Karriere ist begraben? Echt?
Warum? Kommen wir jetzt wieder zu positiven Sachen. Warum ist deine Gaming-Karriere beendet, begraben? Ist das was Positives? Kann man es positiv sehen oder ist es eher negativ? Also ich möchte auf jeden Fall auf den Punkt kommen, dass ich einfach mit Leuten, die ich zum Beispiel in meiner Freundesliste habe, na, die haben mich halt durch YouTube entdeckt, die habe ich halt angenommen, die Freundschaftsanfragen, und da ist einfach auch viel Scheiße passiert. Die Leute schreiben mir viel privat, das nervt mich auch. Ich habe kein Problem, wenn mir jemand bei PlayStation schreibt, aber es gibt Leute, die nerven so richtig krass, und ihr wisst schon Bescheid, ne? Mit 90. Ahmed, wie viel Platins hast du? Jetzt bin ich gespannt. Wie viel hast du? Er hat wahrscheinlich 91, deswegen schreibt er 90, ne? Tim. 91. Es zählen für keine halben Platins, ne? Okay, servus Alex. Ah, 92 sogar, krass. Ich hätte geschätzt 91. Du willst nicht pushen. Ich werde auch gleich pushen, weiterspielen. Na? Ich muss sagen, so mal unter uns, ich weiß nicht, warum manche... Ich weiß es nicht, ey. Ach, scheiß jetzt auf dieses Thema. Ja. Ist Ahmed in Discord drin? Der Alex ist in Discord. Ahmed will Discord? Ja, ich weiß, Alex. Ich weiß. Ich hab schon gewusst, dass du Alex Solo bist. Ne? Du kannst auch... Ich mach das. Aber der Ding müsste es auch können, dass er kann. Warte mal. Ich schick's mal rein. Alles gut. Ich bin kein Chef hier. Ich bin der Hauptakteur hier. So nenne ich mich. Und, kann ich mir aber auch rausnehmen, oder? Für korrekte Leute ist immer Platz in Discord. Wir sind auch nicht so viele. Das ist auch nicht schlecht, ne? Weil ich habe, ihr wisst schon, Qualität anstatt Quantität, ne? Obwohl ich jetzt nicht sagen möchte. Ja, ihr wisst schon Bescheid, ne? So, aber jetzt zocke ich danach gleich. Auf jeden Fall. Fuck, ich hasse es über die Handy-App. Ich bin da kein... So, jetzt, einen Moment. Jetzt bin ich drin. Oh, das ist sehr gut, ey. Oh, das wäre ein Slogan für mich. Danke, Alex. Ich hoffe, Cyberpunk klappt auch so schnell. Ich hoffe, ich werde nichts verpassen. Na? Ich werde jetzt alles nacheinander machen. Die Sidequests, dann die Enden... Der Japaner darf nicht sterben. Und dann sollte es funktionieren. Endlich mal Mike. So, ich glaube, ich muss ganz kurz aufs Klo. Aber ich muss nur für kleine Tiger. Der Tee, na, ihr wisst. Viel Kohle. Justin, servus, ey. Just in. Für kleine Vitell-Katzen. Es sei denn, es gibt Glitches. Also ich werde auf jeden Fall alles sparen bis zum Schluss. Ich werde auch keine Fähigkeitspunkte ausgeben bis zum Schluss. Ich werde komplett von Anfang bis Ende, soweit wie es geht, werde ich hier Standard rumlaufen. Ich weiß, just in. Ich wollte es nur so aussprechen, weil ich es halt so lese. Justin. Ist der Justin just in?
Ein Moment. Mir geht's gut, wie geht's dir, Justin? So, eins habe ich noch. Und zwar, ich habe was vergessen. Komme später wieder. Ich mache heute keine Nachtschicht. Ich muss morgen leider wieder arbeiten. Ey. Mir geht's auch super. Danke, das ist sehr gut. Justin is just in. Also, morgen mache ich ein Video auf YouTube. Ich mache ein Gewinnspiel. Da könnt ihr alle mit teilnehmen. Na, und ich werde wahrscheinlich, ich muss mir das noch überlegen, entweder eine 20 Euro, 30 Euro Guthabenkarte verschenken für Xbox oder PlayStation oder Steam, was ihr auch immer habt, na, ich weiß es nicht, na, servus, gar was geht. Morgen mache ich ein Video, das lade ich auf YouTube hoch und dann, genau, und dann könnt ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen. Habe ich nämlich schon länger nicht mehr gemacht, ne? Ah, genau hier habe ich aufgehört! Für wen arbeitest du? Mach's Maul auf! Fuck! Ja, eine Karte geht ab, ja? 20, 30 Euro ist okay, oder? Ich schau noch. Fuck! Wie ich das mache? Einen Moment. Ich kann es euch gleich sagen, was ich mache für eine Karte. Nein, warte! Ich mache eine 30 Euro Karte zum Verschenken. Mache ich in dem 30 Euro, ich mache 30. Ich will die Kontrolle haben. Einfach John Wick. Habt ihr gewusst? Ich finde einen Weg. Dead Stranding Teil 2. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber der Schauspieler aus dem ersten Teil vom Spiel ist im zweiten Teil auch wieder dabei mit Keanu Reeves, habe ich gesehen, ne? Ich weiß nicht, ob das einer schon von euch gesehen hat. Es gibt Bilder dazu. Das sind echte Bilder, ne? Aber nicht so. Steck dir eine Knarre ins Maul und drück ab. Na los! Ich spüre, wie unsere Seelen sich berühren. Ich bin wie Schimmel. Rost, zerfresse dich. Kann nichts dagegen tun. Hörst du mich? Ach, ich würde kotzen, wenn ich's könnte. Es ist nur eine Kopie des Engrams. Ich bin irgendwo da draußen. Ganz sicher. Geil, oder? John Wick kommt ja auch ein Spiel raus, ne? Ein AAA-Game soll es werden. Scheiße, verdammte, verfickte Scheiße! Ich bring dich um! Mann, worauf wartest du? Oh, verdammt! Servus, Sömi, was geht, ey? Also ich muss schon fast sagen, dass hier Silverhand für mich der beste Nebencharakter in einem Spiel ist. Muss ich schon auf jeden Fall Top 3 für mich. Bei mir geht auch nichts irgendwie. Außer, dass ich hier gerade im Boxershorts unter der Dusche sitze.
Wie, ich darf das jetzt verlassen? Angezogen oder ausgezogen? Wie läuft es hier ab? Ja, genau. So verlasse ich auch das Haus, ne? Aber erstmal ein Bandana, oder? Oh shit, das Gangster. Oh shit. Noch eine Maske? Oh fuck, ey. Jetzt wird es langsam krass hier, wie ich aussehe. Oh, jetzt wird es aber heftig hier. So, ein Moment. Na, da drüber ziehen wir noch eine Hose an. Das geht sogar. Boah, noch so eine richtig eklige Lederhose. Dann noch ein paar Schuhe. Boah, das schaut schon richtig. Er ist der Beste von allen, auf jeden Fall. Der beste Charakter in dem Spiel ist Silverhand. Definitiv. Finde etwas zu essen. So, die Mails waren hier am Rechner, oder? Da ist Takamura. Wir müssen reden. Komm zu Tom Steiner. Der darf nicht sterben. Du bist mein wichtigster Mann hier in dem Spiel. Warum sollte ich mit dir reden? Weil ich dir das Leben gerettet habe. Ich bin immer noch nicht über alles hinweg, was die letzten Tage passiert ist. Das wirst du so schnell auch nicht. Und wenn du überleben willst, musst du zurück in den Ring. Die nächste Runde läuft. Tom Steiner, ich warte. Er kann nicht rennen, ne? Ich muss ganz mal ins Journal gucken. Ich darf keine Mission von der Ding verpassen, ne? Wie heißt sie? Judy, glaube ich, ne? Ich kann nicht rennen, das nervt mich. Lass den Scheiß. Habt ihr gehört? Mach jetzt auf! Wir sind als Kollegen. Servus, King, was geht? Es geht weiter, ja. Oh shit, einen Moment. Danke. Und jetzt lass mich alleine. Ich weiß, warum ich nicht rennen kann, ich Idiot. Echten Arsch. Jetzt weiß ich's. Weil ich bin voll. Wo ist hier ein Automat, wo ich Sachen verkaufen kann? Wartet mal einen Moment. Ich denke mir, warum kann er nicht rennen, der Idiot? Der ist vollgepackt wie so ein Lastesel. Boah, ich muss voll aufpassen, was ich hier kaputt mache, ne? Einen Moment. Also so geht es nicht, was ich hier gerade mache. Uhrzeit 16.31 Uhr. Das war von... Ich muss das nochmal laden. Ja, das ist ja kein Problem, Alex, weil ich habe noch Zeit bis Mitte September. Da kommt Lies of P und der Crew raus, Motorfest.
Deswegen ist es wurscht. Deswegen ist es egal. Wir müssen reden. Komm zu Tom Steiner. Hauptsache, ich werde fertig. Ich werde wahrscheinlich vorher fertig. Dann werde ich noch Ding zocken. Resident Evil 3 Remake. Ich denke, das werde ich noch gerade so reinbekommen. Und dann kommt schon, fängt es an mit den neuen Spielen. Ne? Warum soll September, ich Oktober, reden? November. Dezember habe ich dann vielleicht ein bisschen Zeit. Ich bin Zeit. Immer noch nicht über alles hinweg, was die letzten Tage passiert ist. Das ist geil, ne, das Game. Das wirst du so schnell auch. Grafisch. Und? Wenn du überleben willst, musst du zurück in den Ring. Die nächste Runde läuft. Tom Steiner. Ich warte. Ryans verbleibende Amtszeit wird von seinem Stellvertreter und engstem Vertrauten übernommen. Weldon Holt. Holt hat offenbar vor, bei der anstehenden Bürgermeisterwahl zu kandidieren. Heute. Welche Plan? Ich weiß es nicht, ey. Was hast du denn für Games? Ist halt immer die Frage, was du für Spiele hast, ne? So, ich brauche das Geld, ne? Raus. Ach so, der verkauft es sofort, ne? Ich muss aufpassen. Ich darf nichts von Silverhand verkaufen, ne? Ach so, ey, was ist mit Dark Souls 3 jetzt? Hallo, was ist mit dir, du Crackhead, Mann? Er fährt mich einfach zusammen, ne? Bitte. Du siehst besser aus. Während der Autofahrt dachte ich, du schaffst es nicht. Was Spaß war, ich weiß es nicht, ey. Was genau willst du von mir? Also die Resident Evil Spiele machen immer Spaß, auf Planungsspielen auf jeden Fall, ne? Evelyn Parker finde. Evelyn? Wofür brauchst du sie? Sie und Yorinobu Arasaka hatten eine intime Beziehung. Sie weiß, wo er angreifbar ist. Ich wollte eh mal mit ihr reden. Sie hat mir ihre Hilfe versprochen, um den Chip loszuwerden. Darauf solltest du nicht vertrauen. Sie ist wahrscheinlich schon lange verschwunden. Dann hast du deine Frage selbst beantwortet. Sie ist nicht mehr hier. Warum glaubst du, dass sie dir mit dem Chip hätte helfen können? Hilft dir ein anderer Konzern?
Du stellst ganz schön viele Fragen. Und du gibst mir viele interessante Antworten. Vielleicht solltest auch du mal was Interessantes sagen. Ich habe vor, Yorinobu Arasaka für sein Verbrechen zu bestrafen. Tut mir leid, dass ich dir nicht helfen konnte. Ich sollte dann los. Warte, ich brauche dich. Yorinobu Arasaka. Ich brauche dich. Muss für den Mord an seinem Vater bezahlen. Du willst Gerechtigkeit in Night City? Ich will Rache. Weitaus realistischer hier. Ich habe Verbündete, um Yorinobu in die Knie zu zwingen. Ich brauche nur Beweise. Und du denkst, sie glauben einem Söldner? Mehr habe ich nicht in der Hand. Und ich kenne hier niemanden. Bin auf der Flucht. Werde gejagt. Also was, wir spazieren einfach ins Arasaka-Hauptquartier und schreien heraus, dass Yorinobu sein eigenes Vater hat. Da willst du nicht dran vorbeikommen, wenn du die Platin willst. Wir bekommen eine Anhörung vor vernünftigen Menschen an einem neutralen Ort. Willst du nicht dran vorbeikommen? Prozeduren werden die Wahrheit ans Licht bringen. Ein Lügendetektor? Vergiss es. Aber ich fand's geil. Das ist Zeit für Option das, B. Das geht. Du stirbst. Du bist die meiste Zeit sowieso mit dem Spiel an sich so beschäftigt. Das Farm kommt ganz zum Schluss. Ist schuld. Arasaka-Technologie. Und nur Arasaka weiß, wie sie funktioniert. Dieser Konzern kann dich ebenso leicht retten wie verschwinden lassen. Du brauchst nur die richtigen Leute auf deiner Seite. Simple Politik. Du meinst Leute wie Anders Hellmann. Woher kennst du diesen Namen? Hab mich vernünftig auf den Job vorbereitet. Hellmann hat den Relic erfunden. Wohl kaum. Er ist nur eine Schachfigur. Ich dachte an jemand Mächtigeren. Außerdem hat Hellmann Arasaka verraten und ist entkommen. Arasaka. Was ist denn jetzt? Ich weiß, Ahmed. Überall Dreck. Ich weiß. Abschaum. Hey, das wollte ich mir anhören. Schnauze. Niemand außer dir will den Scheiß. Deswegen darf er nicht sterben. Sehen. Was hast du gesagt? Soll ich's wiederholen? Hör zu. Nein, du hörst zu, du Held. Leute wie du haben dieses Land in die Knie gezwungen. Und er darf nicht sterben in der einen Mission, sonst kriege ich das fünfte Ende nicht. Aber dieser Laden gehört dann mir. Mit Panem muss ich ja eine Romanze anfangen für ein Ende. Warum hat die dich abgefuckt? 10 von 10? Die ist ein bisschen verwirrend, die Trophäe. Ich werde euch auch gleich mal sagen, warum. Danke für das Angebot. Ich muss drüber nachdenken. Aber ich melde mich. Ich will dich bitten, nicht die Stadt zu verlassen. Was? Warum sollte ich das denn tun? Ich brauche Hilfe. Fliegen die Stäbchen rum, ja, auf jeden Fall. Die kleinen Holzstäbchen, ne? Soll dir außer Arasaka-Experten und Sushi. Du hast keine Alternative. Wir haben doch gerade über einige gesprochen. Das habe ich auch gelesen. Anders Hellmann. So heißt der Entwickler des Chips. Um den Relic loszuwerden, muss ich ihn finden. Und wenn ich dafür noch mehr. Ich muss es sowieso leveln, weil ich muss 3 legendäre Items herstellen, ne? Arasaka verlassen. Hab selbst eine halbe Ewigkeit nach ihm gesucht. Er war. Wie heißt es noch? Wie vom Erdboden verschluckt. Warum hast du Hellmann gesucht? Er war es, der Saburo auf Yorinobus Intrige aufmerksam gemacht hat. Er kannte sie beide gut und könnte ein wichtiger Zeuge sein. Konzernratten quietschen immer, wenn man sie am Schwanz packt. Mehrere Tage lang habe ich Informationen gesammelt. Alle Spuren führen zu einem Club, dem Afterlife. Ich wurde von der Königin der Fixer dort abgewiesen. Rogue. Ja, die Terminal. Terminale. Weil sie dich für einen Konzerner hielt? Nein.
Sie hielt mich für Saburo Sans Mörder. Rogue ist gut informiert, bekommt alles mit, was in der Stadt passiert. Vielleicht hat sie eine Ahnung, wo Hellmann steckt. Viel Glück dabei. Die Frau ist wählerisch, teuer und unverschämt. Mit ein bisschen Glück finde ich Evelyn. Wenn sie dir vorher nicht helfen konnte, kann sie das jetzt auch nicht. Verbrecherkodex. Schon mal von gehört? Das habe ich. Ein seltsamer Ausdruck. Ganoven besitzen keine Ehre. Das würde Yorinobu so unterschreiben. Garantiert. Diese Parker wird dir nicht helfen. An deiner Stelle würde ich mir einen Plan B überlegen. Ich kann nicht länger hierbleiben. Such ruhig nach Parker oder Hellmann, wem auch immer. Ich muss Freunde von mir um ein paar Gefallen bitten. Sobald meine Leute bei Arasaka bereit sind zuzuhören, rufe ich dich an. Mhm. Na dann. Wenn du Hellmann tatsächlich findest. Stepper, Packung und Dreck. Manche Sachen ändern sich nie in Night City. Arasaka ist immer noch eine despotische Maschine und die Welt auf Kollisionskurs mit dem Chaos. Aber hey, wenigstens ist Rogue noch am Leben. Du hast echt Nerven. Erst willst du mich töten, jetzt willst du mein Kumpel sein? So tun, als wäre nichts passiert? Du weißt schon, dass du nichts laut sagen musst, um mit mir zu reden. Was willst du von mir? Hab nach einer Runde Nachdenken meine Meinung geändert. Will dich nicht mehr umbringen. Fick dich, Arschloch. Hey, ich hatte es auch schwer. Du bist auf einer Müllhalde aufgewacht, ich in deinem Kopf. Mitten in deinen Gedanken, Erinnerungen. Gleichstand, würde ich sagen. Ich habe einen Schritt zurückgemacht und nachgedacht. Wir könnten einander helfen. Am besten fangen wir mit Rogue an. Wir kennen uns schon seit Urzeiten. Du bist Vergangenheit, Arschloch. All deine Freunde sind entweder tot oder zu alt, um sich an irgendwas zu erinnern. Johnny Silverhand. Ich weiß, Alex, ich weiß. Das vergisst. Ich hab's letztes Jahr schon gespielt. Genau. Du kennst Rogue. Und was soll ich hier sagen? Aber zum Release zum Glück nicht. Das war eine richtige Katastrophe, habe ich gelesen. Glaub mir, Rogue hat schon soll richtiger Bullshit gewesen sein. Schon von Ewigkeiten, als du nicht mal ein Kitzeln im Hodensack deines Papas warst. Spar dir das Gelaber. Ich hab deine Erinnerung gesehen. Widerlich. Aber jetzt. So, jetzt. Ich hab's letztes Jahr gespielt zum ersten Mal und da war es wirklich super. Es gibt kein uns. Geiles Game einfach. Hey, guck mal. Oh, interessant. Sieh dir das mal an. Du siehst es doch auch, oder? Entweder habe ich einen Kurzschluss oder eine religiöse Erfahrung. Hast du es zum Release gespielt? Wie heißt die Tussi nochmal? Die mit den Haaren. Misty? Ich tippe eher auf übereifrige Neuronen. Victor sollte sich das dringend mal ansehen. Ja. Es wird alles verschoben. Die ist ganz wichtig! Scheiße, ich dachte, du wärst. War das unspielbar? Mir hat damals zum Release jemand erzählt, ne? Weil er hat mir so erzählt, hey, ich spiele gerade Cyberpunk, ist noch rausgekommen. Hab ich gemeint, wie läuft das Spiel? Boah, voll super bei mir und so. Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen, weil ich habe Videos gesehen, wie es auf der PS4 gelaufen ist. War ja Katastrophe. Ich muss Evelyn finden. Eigentlich will ich nicht über sie reden. Und auch die FPS auf der PS4 waren ja unterirdisch. Du hattest nur Bugs. Ich werde mich nicht wiederholen. Können wir uns treffen? Bitte? Bist du im Lizzies? Oh, Baby, I'm coming for you! Mann, das Game ist so geil einfach. Thank you.
Okay. Ach, Mann, ey. Hey, mit so einem Auto fahre ich nicht. Keine Chance. Nein. Da laufe ich lieber. Nicht drum herum kommen. Oh, 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 oh. Der ist okay. Hallo. Was ist denn hier los, ey? Wer meint? Okay. Jetzt kann ich den Rest noch laufen, oder? Alter, was hupst du? Oh. Ey, wie ist es mit den Terminals? Muss ich dran vorbeifahren oder muss ich... Oder muss ich jedes einzeln anwählen? Also ich wurde jetzt schon so oft angefahren wie in GTA. Hab ich dich hier nicht schon mal gesehen? Gesichter kann ich mir gut merken. Bar ist geschlossen. Sorry, Amsterdam, Jude. Amsterdam mit Fahrrädern. Warst schon mal in Amsterdam? Ich muss mit Punch und Judy reden. Hamid? Ist sie in ihrer Bude? Mhm. Die Treppe runter. Ich sag Judy, dass du hier bist. Schön langsam, Kleine. Echt? Mal wieder total peinlich. Hey, wo willst du hin? Hier gibt's nichts zu Lass sehen. Lass gut sein. Ist ein Freund von Julie. Echt, mal was mit dir? Schick mir nicht jedes Joy-Toy, das du triffst, hier runter. Was zur Hölle soll ich mit all denen anfangen? Wenn du so mit Streunern hast, kümmere dich doch um deinen Gast. Sus, wir sind noch nicht fertig. Oh doch, und ob wir das sind. Du lässt einfach nicht locker, oder? Hör mal, hast du Evelyn gesehen? Ich muss sie sprechen. Es ist wichtig. Wieso? Damit du sie zum Sündenbock für deinen verpfuschten Job machen kannst? Du weißt, wie der Überfall lief. Das bedeutet, du hast mit ihr gesprochen. Ich weiß, du hast Scheiße gebaut. Hast deine Chumbas alle wie ein echter Profi draufgehen lassen. Ich bin auch nicht Teil davon gekommen. Ach komm, ist doch Berufsrisiko für euch Söldner. Ja, ich bin ein Risiko eingegangen. Sind wir alle. Aber Evelyn hat uns da reingeritten.
Sie wusste von Anfang an, worauf es hinausläuft. Meinetwegen. Wir saufen sowieso alle in der gleichen Pisse. Okay. Aber du bist verzweifelt, oder? Ich seh's dir an. Okay, sagen wir einfach, ich bin ziemlich am Arsch. Der Biochip, den wir bei dem Job geklaut haben, bringt mich langsam um. Der Job kam von Evelyn. Vielleicht weiß sie, wie man es aufhält. Deshalb muss ich wissen, wer sie angeheuert hat. Sagen wir, ich glaube dir. Na gut. Evelyn ist eine Puppe. Hat früher im Clouds gearbeitet. Such dort nach ihr. Und wo ist das? Das Zigarettenetui auf dem Schreibtisch. Da steht die Adresse. Gib es Evelyn, wenn du sie findest. Megatower? Wie dekadent. So, gleich raus hier. Warte. Keine Zeit verlieren. Lass mich wissen, wie es ihr geht. Okay? Ich ruf dich an, okay? Danke. Danke, Vee. Eine Puppe. Warum überrascht mich das nicht? Du bist ein Engramm in einem verblassenden Verstand. Ich sollte nichts überraschen. Okay, dann gehen wir also ins Cloud? Warum auch nicht? Evelyn, gib's zu, hier geht's um Judy. So, dann fahr ich gleich hin. Ja. Man nennt mich Mr. Hands. Wenn du Jobs im Pacifica suchst, ruf mich an. Was ist ein guter Sender hier? Wo läuft Hip-Hop? Ich bin Vee. Was, kein Schön, dich kennenzulernen? Ja, es ist mir eine wahrhafte Ehre. Wenn du Jobs suchst, ruf an. Oh, nein, 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 nein. Stopp, stopp, stopp. Das mache ich gleich, wenn ich hier bin. Chill mal, was ist mit dir? Sturmgewehr, her damit gleich. Das war schon. Boah, ist das krass. Der halbe Kopf ist halt noch weg. Das noch was? Gleich rein. Gleich wieder mit dem Sturmgewehr. Die muss ja auch alle machen, diese Sachen hier, ne? Aufträge. Ein paar Sachen zum Sammeln gibt es ja auch, ne? Lang, lang
SC? Bakakurokada, die Herren von Westbrook. Wenn du kurz Zeit hast, komm zu mir. Wir müssen eine Rechnung begleichen. Santa Josette, du hast das sehr gut gemacht. Du und auch dein Freund. Bis bald. Ach ja. So wie ich das sehe, wirst du hier entweder flachgelegt oder umgelegt. Worauf wetten wir? Was ist mir diesmal entgangen? Sag schon. Die Braindance-Puppe verbirgt was. Kein Zufall, dass wir schon zwei Tiger Claws gesehen haben. Das Haus gehört sicher denen. 330% der täglich nötigen Vitamine. Glaubst, Judy hat gelogen? Warum? Nenn es einfach Intuition, wie. Schon mal davon gehört? Ah, verstehe. Du hast also keine Ahnung. Sag das doch gleich. Okay, pass auf. Wenn du nicht... Ich weiß schon, was hier abgeht. Willkommen in Clouds. Wo wir genau wissen, wonach Sie suchen. Bitte verbinden Sie sich mit dem Terminal. Okay, dann mal los. Hierbei handelt es sich um eine Live-Sitzung. Es kann also Unerwartetes passieren. Hören Sie aber nicht gleich auf. Ihnen könnte etwas Wunderbares entgehen. Falls Sie für das, was auf Sie zukommt, nicht bereit sind, können Sie jederzeit abbrechen. Wie lautet Ihr Safe Word? Afterlife. Und gespeichert. Bitte warten Sie einen Moment. Ich scanne Ihr Profil. In einigen Sekunden sollten Sie kompatibel Puppen sehen. Treffer. Interessant. Ist das nicht normal, oder? Was heißt schon normal? Sie sind eben einzigartig und haben einen besonderen Geschmack. Unser System kommt damit klar. Also, wer soll es sein? Angel oder Sky? Den Mann, oder? Ich nehme lieber Sky. Eine ausgezeichnete Wahl. Jetzt zur Bezahlung. Und dann führt das Cloud sie in den Himmel. Muss bezahlen, oder? Ich will nicht bezahlen. Ich bin nicht zum Spaß hier. Ich will bloß Infos. Ah, Informationen verkaufen wir leider nicht. Wenn Sie es sich anders überlegen, kommen Sie wieder. Ich glaube, nee. Ich würde sowieso kein Angebot kriegen, aber ich... Hab's mir anders überlegt. Ich zahle. Niemand kann der Versuchung widerstehen. Weil da ist nichts los auf Kick. Hier, bitte. Und die Zahlung ist abgeschlossen. Der ganze Stock steht Ihnen zur Verfügung, falls Sie zunächst entspannen möchten. Sky erwarteten Sie in Kabine 9. Verbindung bitte trennen. Das tote Hose auf, Kick. Das war's? Wir haben strenge Vorschriften, was Wachen angeht. Bitte lassen Sie alle gefährlichen Gegenstände bei mir. Und ich wechsle jetzt nicht schon wieder die Plattform. Fick dich ins Knie, Johnny. Na, das mache ich nicht, ey. Ich bin erst von YouTube hierher gewechselt.
Ist noch gar nicht so lange her, ich wechsle nicht. Du musst echt ein Perverser sein. Nein, nicht. Ohne einen gewissen Hirnparasit hätte ich sicher mehr Auswahl. Hi, ich bin Sky. Und du musst Vincent sein. Das könnte interessant werden. Okay, wie? Du stirbst also. Afterlife. Was ist los? Das blöde Ding hat mich rausgeworfen. Ich muss mit dir reden. Reden? Du hast die Notbremse gezogen und mich rausgeholt zum Reden? Ja. Was ist los? Ich will weiterspielen. Hab ich das falsch gemacht? Was ist das für eine Nase? Schau mich mal an. Evelyn Parker. Was weißt du über sie? Nicht viel. Jeder hier hat seine eigene Kabine, eigene Probleme. Ist in einer so schlimm. Es schaut jetzt nett aus, oder? Es ist ein zerbrechliches System. Leute wie du spazieren hier rein. Ist okay. Wollen es zerstören. Vergiss es. Ist okay, oder? Du musst mir helfen. Bitte. Ich bin keine Bedrohung. Und sie steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Ich will nur, dass es ihr gut geht. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, dieser Job ist nicht gerade der sicherste auf der Welt. Einen Tag bist du drin, am nächsten weg vom Fenster. Ist dir in letzter Zeit was Ungewöhnliches passiert? Okay. Hab gehört, ein Kunde hat sie schlecht behandelt. Mehr weiß ich nicht. So Zeug passiert hier dauernd. Öfter als irgendwer hier es zugeben würde. Du solltest mit Tom reden. Die beiden waren unzertrennlich. Immer am Tuscheln. Er ist Tom. Wer ist Tom? Tom. Eine Puppe, wie wir alle. Tommy. Was dachtest du denn? Ein Expedi-Star? Wo finde Tommy ich Gun. VIP-Bereich. Kabine 2, glaube ich. Danke. Siehst du? Warst ja doch ganz brauchbar. Ich darf nicht rein? Was soll das? Ich bin jede scheiß Woche hier. Ja. Keine Zugangsberechtigung für den VIP-Bereich. Doch, die hab ich. Es Nein, geht. Haben sie nicht. Sie können gern mit dem Manager sprechen. Nein, Alter. So, ich mach's wieder auf meine Art, ne? Ihr wisst, wie es läuft. Ich habe keine Waffe, ne? Fuck. Ich spreche jetzt lieber hier mit dir. Weißt du, wo sind meine Waffen, ey? Nicht viel? Wenn einer Stress macht, Uzi. Shit. Ja, okay, so eine wannabe Uzi. Was war das, ein Dildo? Für 25, das kriegst du bestimmt noch billiger. Ja, ist schon viel, ey.
hoffe, er macht's kurz und schmerzlos. Zwei hirngewaschene Sex-Zombies an einem Tag? Das ist selbst mir zu viel. Hi. Ich glaube, da ist irgendetwas schiefgelaufen. Was ist schiefgelaufen? Ich habe keine Infos über dich. Tut mir leid, ich... Kann ich ihn boxen? Weiß nicht, was ich tun soll. Hat die VIP-Karte... Ich muss Evelyn Parker... Kleinanzeigen, würde ich gucken. Es ist wichtig. Nicht nur du. Hab schon so oft versucht, sie zu erreichen. Ohne Erfolg. Ämter vom BO2? Du meinst, sie ist nicht hier? Sie hatte einen Unfall. Musste in eine Spezialklinik in Osaka oder Oslo? Glaube Oslo. Für ein neues Gesicht. Welche Stadt? Osaka oder Oslo? Ja, Mann, du Junkie! Ja, definitiv Oslo. Hat sie dir selbst gesagt, wohin sie will? Nein, ist nur nicht zur Arbeit erschienen. Ging auch nicht ans Telefon, also habe ich Woodman gefragt. Er hat gesagt, sie ist weggegangen. Woodman, wer ist das? Mr. Forrest. Aber jeder nennt ihn Woodman. Keine Ahnung warum. Okay, also Mr. Forrest. Was macht er so? Er ist sowas wie ein Hausmeister. Findet neue Leute, kümmert sich um Probleme. Okay. Ob dieser Woodman endlich etwas Licht in diese verfickte Situation bringt, hoffen wir es. Die Schädel schwemmen in den Puppen. Ah, da steht einer, ne? Ersetzen. So, das war jetzt easy peasy. Ich warte, bis der Specki wegläuft. Das ist doch der Sinn der Sache. Sie erinnern sich an rein gar nichts. Ja, ich sitze auch mit der Sonnenbrille in der Bar. Oh ja, das ist perfekt. Gib her. Jetzt reicht's. Genau. Wo ist das Katana? Ich hab genug. Ich hab genug jetzt. Jetzt reicht's mir. Tür auf. Motherfucker hier. Sonst wird's langweilig, oder? Schalten wir hoch in den Turbo! Bist du Motherfucker? Was hat er? Clouds. Hat auch noch was? Bringen wir das zu Ende! Habt ihr gehört? Kleines Salat. Wer schießt da? Durch Mongos. Ich muss erstmal alles durchsuchen, ne? Hm. Da ist einer, oder? Der ist hier drin. Boah, den hole ich mir jetzt. Ganz ruhig, entspann dich. Ganz ruhig! Ich komm nur rein, ich will ihn nicht töten. Ganz ruhig?
interessante Wortwahl für jemanden, der sich bis hierher durchgeballert hat. Die Sache ist etwas aus dem Ruder gelaufen. Aber wenn du kooperierst, stirbt niemand mehr. Ich verhandle nicht mit Terroristen. Wow, du hast es schon wieder vermasselt. Ist nicht gerade eine Hilfe. Was jetzt? Echt doof, dass du nicht mit Toten reden kannst. Moment, das machst du doch gerade. Egal, scan halt sein Deck. Das könnte funktionieren. Oh shit! Nein. Sein Deck scannen? Denk mal hier, oder? Ist geil, oder? Er hat sie an einen Ripper verkauft? Der Chip war hinüber. Vielleicht sollte er ihn retten. Ein Ripper namens Fingers in einer finsteren Gasse. Klingt wie du kannst ja alle Körperteile abtrennen, oder? Ich hab vorhin habe ich ja auf den Kopf von jemandem geschossen und der halbe Kopf war weg. War auf jeden Fall nicht verkehrt, muss ich sagen. Ein Moment. Das ist krass einfach. Crazy shit einfach. Vorteilspunkte. Ich müsste Ihnen jede Waffe zurückgeben. Ja. Nehme ich mit. Wie sieht es jetzt aus? Ich muss an meine Waffen wieder ausrüsten. Power Sturmgewehr. Zeig mal her. Zielfernrohr. Was haben wir hier? Mündung. Und Schalldämpfer brauche ich nicht. Na, ich will ja auffallen. Boah, geil. Saubere Arbeit. Schon mal daran gedacht, dich beim Diplomatenkorps zu bewerben? Halt die Fresse, Mann. Meinst du, Fingers hat sie? Glaubst du, wir finden sie da? Wie? So, Journal. Nebenmission. Ich muss mal. Nicht. Ich hole dann noch erst mal mein Auto. Wenn ich hell sehen könnte, wäre ich jetzt kein abgewichster Geist im Kopf von einer wandelnden Leiche. Und hau ab. Hab keine Zeit für Diplomatie.
Kann ich nachvollziehen. Klar kannst du das. Du würdest am liebsten den ganzen Laden unter einem Atompilz begraben. Viel zu übertrieben. Meisterschütze Level 10 bei Red Dead? Aber eins steht fest. Die Claws werden das nicht vergessen. Das heißt, Meisterschütze? Erzähl mal. War wahrscheinlich nicht so viel, ne? Und das ging schief. Und jetzt bist du völlig fertig. So findest du Hellmann nie. Ach so, okay. Was ist das? Oh, Red Dead Redemption. Nein, verdammt. Scheiße, was willst du eigentlich von mir? Es geht alles zu langsam. Du gehst noch drauf, ehe wir wissen, wie du den Chip loswirst. Hast selbst gesagt, du willst mich tot sehen. Seitdem habe ich dir doch wohl klar gemacht, dass das nicht mehr so ist, oder? Ich will, dass du am Leben bleibst. Ich finde keine Worte, die beschreiben, wie verrückt du bist. Ich brauchte nur eine ruhige Minute zum Nachdenken. Hab eine zweite Chance gekriegt und die werde ich nicht verstreichen lassen. Was für eine Chance, das Leben in vollen Zügen zu genießen, Nordlichter zu sehen oder lieber Gazellen auf einer Safari. Um zu beenden, was ich angefangen habe. Ich bin zurück und Saka muss weg. Dafür brauche ich dich. Oh Mann, ey, ich soll für dich zum Terroristen werden. Ja, ich nehm das. Zum Terroristen wollte mich noch keiner machen. Fühl mich fast geehrt. Hör zu. Ich weiß gewisse Dinge, die uns helfen könnten, dein Leben zu retten. Du wirst den Chip los, ich hau Saka eine rein. Win-win. Wir brauchen den Soul Killer. Und wir kommen über Mikoshi an ihn ran. Also was genau ist dieses Mikoshi eigentlich? Okay, von vorn. Wenn du verlinkt und im Net unterwegs bist, kann Arasaka dich frittieren und mit Soulkiller deine Psyche, Verstand und Seele fangen. Und? Kannst du noch folgen? Genug, um zu wissen, dass das Blödsinn ist. Ich habe schon einen Plan. Danke. An den halte ich mich. Ich sag's dir, früher oder später ist Mikoshi unser Ziel. Wenn du noch was zu sagen hast, dann sag's halt endlich. Vor 50 Jahren war Mikoshi der einzige Ort auf Erden, wo man am menschlichen Verstand operiert hat. Heute bestimmt immer noch. Ich sag's dir, dort wird alles enden. Du bringst dein Ding zu Ende und ich meins. Gut, ich vorbei. Also verschwinde. Hab gerade Wichtigeres zu tun. Eine Sache noch. Alt Cunningham. Sie ist mein Ass im Ärmel. Verpiss dich. Ich hab genug von dir. Irgendwann wirst du mir zuhören müssen. Und bis dahin genau, bleib am Leben. Okay? Komm, weiter geht's. Was ist jetzt? Ich brauche das Geld, ne? Wie viel Geld braucht man für die ganzen Autos? Weiß jemand? Das Rohr, das in unserem Gebäude geplatzt ist. Das
So, jetzt sollen wir erstmal wieder Julie anrufen. Wie? Du rufst tatsächlich an. Ja, klar. Evelyn ist nicht mehr im Cloud. Muss ich ja. Ihr Verhaltenschip wurde beschädigt. Offenbar hat man sie einen Ripper-Doc namens Fingers vertickt. Oh, Scheiße. Fingers. Bin gerade unterwegs, um sie zu finden. Ich habe ihr gesagt, sie soll sich vom Clouds fernhalten. Scheiße. Bis später, wie? So, wie weit ist das weg? Ich will erstmal andere Sachen machen. Das ist Rogue, ne? Und ich hab... Ich hole erstmal mein Auto. So, du gibst mir dein Auto. Ich kann da nicht rein, ne? Oh shit, da ist was. Was ist denn der Bildschirm jetzt so? Boah, den schieße ich gleich in den Kopf. So, so eine Verkrackte. Wo jetzt? In welche Richtung? Oh shit, bleib hier, bleib hier! Hey, oh fuck, fuck! Was ist wichtig? Was ist wichtig? Ich habe vielleicht eine Lösung. Unser gemeinsames Problem. Ich habe Kontakt zu einem alten Freund von Arasaka aufgenommen. Er ist gerade hier in Night City. Und kennt. Ach, da muss ich jetzt auch nochmal hin. Leute. Und wie genau hilft uns das? Wir können uns treffen. Ich und der besagte Freund. Du sagst ihm, was du mir gesagt hast. Was wirklich im Compeki Plaza passiert ist. Es wird schwer sein, ihn zu überzeugen. Aber. So, ich war doch vorhin da unten. Da wurde mir noch nichts angezeigt. Na gut. Wo und wann treffen wir uns? Japantown. Oder ist es da links von mir? Ist. Ich schicke dir den genauen Standort. Wir sehen uns dort. Piss dich mal. Bei
Ich denke mal, nur wenn ich nur mit dem Gewehr spiele und das dann auf Stufe 20 mache, dann sollte ich ja dann auch die Trophäe bekommen, ne? Wildschlange, warum komme ich da nicht rein? Was ist jetzt los? Bleib ich an der Lampe hängen. Das hole ich mir gleich. Oder ein Graffiti, besser gesagt, genau. Sieh mal einer an. War das nicht? Er ist mir vor das Auto gelaufen. Noch weiter hoch, oder? Sagst. Ich meine, nicht das Autowrack, sondern die Fahrerflucht. Der höflichste Chauffeur der Stadt fährt nach einem Unfall einfach weg. Mann, heul doch. Oh, Evelyn, kann ich antworten? Boah, 1,4 Kilometer. Mann, warum ist die Sicht so komisch? Jetzt brauche ich erstmal ein Auto. Besser wie nichts, oder? Oh,
Keine Ahnung, was passiert ist. Wer ist das jetzt? Hab gehört, du bist zu Hause. Ach, er hier? Schon? Bist echt immer auf dem Laufenden. Immer, wenn du was brauchst. Ich war das nicht! Sorry, ich muss echt los. Ich hab nichts gemacht. Also, fahrt fort. Kann gerade nicht reden. Mamas Geschichte! Würden Sie mir bitte die Kontaktdaten Ihres Anwalts mitteilen? Ja, Meister Popper. Danke, Ihre Eingabe wird bearbeitet. Bitte warten. Hey, Dell. Guten Tag, werter Kunde oder Kundin. Womit kann ich dienen? Was ist los, Dell? Erkennst du mich nicht? Du hast mir eine Nachricht geschickt und gesagt, wir müssen über den Unfall reden. Sie sprechen mit einem Unterprogramm des Delamain Networks. Leider verfüge ich nur über eingeschränkte Funktionen. Bitte geben Sie die Bearbeitungsnummer Ihres Schadensberichts. Geben bloß keine Zahlen, sonst finden sie dich. Hör mal, ich will mit Delamain reden. Wir helfen gern bei Ihrem Anliegen. Ihre Identität wurde durch unsere Gesichtserkennungssoftware bestätigt. Mr. Hans Jones, wie würden Sie Ihre Erfahrung mit Zwischenfallnummer 77111110109? Geiler Unfall, krieg mich gar nicht mehr ein. Und jetzt hol den echten Delamain. Wie? Verzeihung, wenn der Rezeptionist Ihnen Umstände bereitet hat. Ich kann aufgrund einer aktuellen Krise leider nicht alles selbst beaufsichtigen. Ich habe mir erlaubt, Ihnen eine entsprechende Ausgleichszahlung für den entstandenen Schaden zu geben. Oh, das ist okay, das nehme ich auch. Sonderbehandlung. Was Sonderbehandlung? Wer war das? Du? Sicher, ist mir recht. Dann folgen Sie bitte der Drohne. Und jetzt? Mir ist durchaus bewusst, dass der Kundenservice im Moment ungenügend ist. Vielleicht könnte eine Führung als Entschädigung dienen. Dieser Gang führt von der Werkstatt zum Büro. Und hier befindet sich unser Herzstück. Alles ist automatisiert. Ich ziehe derzeit in Erwägung, auch Reparaturen anzubieten. Möglicherweise ist die Werkstatt im Moment etwas überlastet. Kann mir vorstellen, warum. Ich gehe noch immer dem Ausfall der Delamain Network-Fahrzeuge nach. Es könnte sich um einen fortgeschrittenen Virus handeln. Das Problem muss schnell gelöst werden. Der plötzliche Anstieg an Zwischenfällen ist kostspielig und zieht zu viel Aufmerksamkeit auf die Firma. Der Kontrollraum. Es ist mir eine Ehre, dass Sie hier sind. Überraschenderweise. Wofür sind diese ganzen Lichter hier? Genau das wollte ich mit Ihnen besprechen. Jedes grüne Licht steht für ein Fahrzeug, mit dem ich in Kontakt stehe. Wie Sie sehen, ist... Komm, ich überspringe das. Okay. Weil wenn ich mir das jetzt alles noch anhöre, vor allem mit dem Meister Proper Verschnitt... Keine Chance. Zurück zu unserem Gespräch. Hey, sei doch mal vorsichtig! Problem? So, dann werde ich mal darüber. Hier ist aber nichts in der Nähe. Die Verbindung zwischen Delamain, das mache ich jetzt nicht auf jeden Fall. Journal. Hauptmission. Rogue. Genau, das mache ich jetzt. Gnade.
War keine Absicht. Was? Die Sicht nervt mich so, es ist verschwommen, ey. Oder vielleicht muss ich eine andere. Ich habe schon einige Fickschuppen von ihnen gesehen. Du kennst mich nicht, wirst du aber. Ich bin Dino. Kümmere mich um das Stadtzentrum. Wie? Ich weiß. Hab von dir gehört. Bist groß am Hof. Ich muss los. Hey, worüber hatten wir geredet? Wenn du was brauchst, ruf mich an. Dino kennt jeden da draußen. Boah, das nervt. Dass da was verschwunden ist. Ich mach das gleich weg. Wer hätte das gedacht? Nee, ich speichere und dann drücke ich. Was ist das hier? Warum ist das so verschwommen die ganze Zeit? Jetzt ist normal, oder? Was war das, ein Bug oder was? Das war nicht normal. Was jetzt? Verstärkung rufen, ein paar Schädel spalten und die Leichen reinschleifen? Hey! Rein mit dir! Doch gesagt, Mann! Im Afterlife. Kann ich dir was bringen? Nein! Diese Probleme, dieses Netz, in dem ich gefangen bin, das hast du gesponnen! Das weißt du genau! Ich hab alles verloren! Nochmal deinen Weg! Erledige deine Probleme und deinen ganzen Scheiß. Weißt du was, Rock? Fick dich einfach! Oh, das Panem, Baby! Auf, wenn du dich einlässt. Panem! Hey, Lust auf einen neuen Job? Die hab ich sofort erkannt. Wer bist du überhaupt? Dennis, ich hab keine Zeit jetzt für dich. Rock, ich will mit dir reden. Schon gut. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Mein Name ist Vi. Und was willst du von mir, Vi? Nach all den Jahren, da ist sie. Scheiße, Rogue, die gemütlich auf einer Couch im Afterlife abhängt. Versuch nicht, sie zu verarschen. Sie hat Röntgenaugen, durchschaut dich sofort. Deine Dienste in Anspruch. Ich suche einen Mann. Anders Hellmann, ein Top-Techniker, hat für Arasaka gearbeitet. Moment. Anders Hellmann, besorg mir seine Infos. Ha, danke. Nicht so schnell. Erstens, ich arbeite nicht umsonst. Zweitens und drittens, Dexter DeShawn, Jackie Wells, T-Bug. Bei dir läuten die Alarmglocken. Du gehst über Leichen und hinterlässt eine Blutspur. Ist das alles nur einer Pickstrenge zuzuschreiben? Das ist die dreckige Rogue, die ich kenne. Sprich sie auf den Saka Tower an, wie sie mich vor ihren Augen abgeknallt haben. Du willst ernsthaft Todesanzeigen vorlesen? Von mir aus, Johnny Silverhand, im Arasaka Tower kalt gemacht. Direkt vor deinen Augen. Hab noch mehr auf Lager, wenn du willst. Oder wir reden einfach. Du hast echt Eier, Junge. Gefällt mir nicht an jedem, aber dir stehen sie gut. Doch hier geht's ums Business. Du brauchst meine Hilfe. Also pack deine Eier wieder ein und hol dafür die Eddies raus. Siehst du?
Aha, und wenn mir die Kohle fehlt, dann heißt es verpiss dich und schönes Leben noch, oder wie? Nein. Eher komm wieder, wenn du sie hast. Das sind die Spielregeln. Jetzt darf ich noch Geld geben. Na dann, wir sehen uns. Bald. Du weißt, wo du mich findest. Das sollte reichen. Komm morgen wieder, dann reden wir. Jetzt gebe ich ihr Geld und ich soll morgen wieder kommen, oder was? Wartet mich. Hey Rogue, bin wieder da. Und? Was ist mit Hellmann? Zwei bitte. Mach mal Platz. Ich mach mal Platz. Hoffe, du hast ihn gefunden. So viel Entschlossenheit wie bei dir sehe ich selten. Du brauchst den Typen wohl echt. Geht um Leben und Tod. Das ist mir auch schon lange nicht mehr untergekommen. Die Flasche bleibt hier. Schenk dir was ein. Bedien dich. Ach komm, ich bring mal ein. Eher auf deins. Du hast es nötiger. Danke, Nix. Die Königin des Afterlife. Wer hätte das gedacht? Hab einen Splitter für dich. Sind interessante Infos drauf. Schauen wir uns das mal an. Dein Hellmann taucht auf keiner Gehaltsliste auf, jedenfalls auf keiner offiziellen. Dafür aber in vertraulichen Akten von GNT. Kang Taos Tochtergesellschaft, China-Konzern. Kang Tao nutzt sie seit Jahren als Front, um heiklere Operationen versteckt abzuwickeln. Soweit klar? Wahrscheinlich verstecken sie ihn vor Arasaka. Er hat an einem streng geheimen Projekt gearbeitet. Vor Arasaka oder einem der anderen Konzerne, die sich sein Wissen aneignen wollen. Eine entschlüsselte Karte mit Routen bevorsteht. Ihr wisst, wie es ist, ne? Tja, das war's wohl. Und was sind die schlechten Nachrichten? Der Einsatz. Ja, so würde ich auch sagen. Bin ich voll dabei? Ich muss jetzt zwar aber langsam hier was unternehmen. Aber genau. Warum? Genau, deswegen. Also das komme ich heute gar nicht mehr zum Spielen, ne? Gut. Ich denke mal, ihr kennt es, ich kenn's ja auch, ne? Alles klar. Soll ich halt Panem anrufen? Hey. Lust auf einen neuen Job? Hau ab, Mann. Nerv mich nicht mit deinem Job. Oh, ich kann nicht. Hallo. Panem, ihr spricht Wie. Wie? Was für ein Wie? Woher hast du überhaupt meine Nummer? Von Rogue. Ach, toll. Verdammte Scheiße! Wie will die sadistische Schrone mich als nächstes ficken? Vergiss Rogue für einen Moment. Ich will dir helfen. Wie großmütig. Aber das kommt etwas zu spät. Also sag Rogue, dass sie mich am Arsch lecken kann. Spar dir das Gelaber für deinen Psychiater. Ich rufe wegen deinem Auto und der Ware an, die du verloren hast. Interessiert? Oder soll ich dich vielleicht auch am Arsch lecken? Güterbahnhof Bonita Street, nahe der Stadtgrenze. Da treffen wir uns. Bis dann. So, jetzt geht's endlich mal voran. Kann ich dir was bringen? Also wenn ich die ganzen Dialoge anhöre, dann komme ich hier nicht weiter auf jeden Fall. Oder gibt's hier einen, der es noch nicht gesehen hat? Hand hoch.
da lang, geradeaus. Und deutlich, schrei nicht so rum. Was mit 100 gibt's? Sachen mit 80? Irgendwo habe ich das schon mal gehört. Naja, das klingt doch wer logisch. War das? Von wem kam das? Bist du am Start? Ich dachte, Partys sind nicht so dein Ding. Ja, eine große Sache wird das auch nicht. Aber die Eddies werden knapp. Und das ist zu Kunden. Ist ja richtig schlauer, so. Der Knarren direkt aus so der Produktion viel, wie ich verkaufen. Mitbekommen habe. Überspring einfach das stundenlange Basteln an jeder Pistole. Wie? Also wirklich? Klar. Bin dabei. Wann? Na ja, jetzt. Wir warten auf dich. Bis gleich. Voller Fisch. Was hat er mal? Ich habe mal ein Video auf TikTok gesehen. Was ist das? Was hat er erzählt? 4 mal 200 ist 600 oder so. Hey, Panam. Und 800 ist ein dreistelliger Bereich. Also, wo ist mein Auto? Na? Nee, ein vierstelliger Bereich. So rum war das. So rum. So rum. Ich war jetzt gerade verwirrt hier. Versprich mir zu helfen, dann sag ich's dir. Scheiße, vergiss es! Ich lass mich nicht von dir verarschen! Sag mir, wo mein Auto ist! Ey, komm schon. Bleib ruhig, okay? Du mich auch. Schon gut. Ich weiß, wo die Ware und dein Auto ist. Aber wenn du alleine gehst, kriegst du sie nicht zurück. Kreinbämsen auf jeden Fall. Du gehst vielleicht dabei drauf. Also, lass uns was aushandeln. Was willst du? Hallo, red mit mir. Ich muss einen Kang Tao-Transport überfallen. Wird nicht leicht. Kann ich auf dich zählen? Sag mal, hat man dir ins Hirn gefickt? Weil ich mit dir arbeiten will oder wegen dem Job? Boah, ist sie hängen geblieben. Kang Taos AV soll über die Jackson Plains fliegen. Danach ist sie voll nett zu einem, ne? Das bezweifle ich. Da ist ein Typ an Bord. Die kleine ich Schlatt. Muss mit ihm reden. Kleiner Böller-Arsch. Er geht Scheiße. Klar, oder? Was Im meint ihr? Im Gegenzug gibt's Infos zu deiner Ladung und ich helfe dir, dein Zeug zurückzuholen. Deal? Ich weiß nicht. Ich... Scheiße! Deal. Aber wenn du deinen Scheiß erledigt haben willst, brauchen wir erst meinen Torten zurück. Also, wo ist der? Oh, Baby. Dein Auto ist in Rocky Ridge. Schau mal mit arbeiten, du weißt angeblich, ne? Wo das ist. Die Ware ist auch dort. Nash, du arschgefickte Missgeburt. Ich dreh dir den Hals um. Rocky Ridge. Gehen wir. Warte mal. Ich muss kurz nachdenken. Fuck. Ja. Wir brauchen Verstärkung. Wir müssen einen kleinen Zwischenstopp einlegen. Sagst du mir wo? Eine Sekunde. Ich muss den Kunden anrufen und überreden, den Bastard hängen zu lassen. Sie will den Deal hinter Rogues Rücken durchziehen? Ziemlich mutig. Oder bekloppter als ein altes Schlagzeug. Boss, hey. Nash will dir die Ware in Rocky Ridge übergeben. Weißt du, der Hurensohn hat mich gefickt. Hat mich gefickt? Boss, ich erledige das selbst. Was soll ich, Deep Throw? Na? Boss, komm schon. Wie oft bin ich schon für dich gefahren? Und richtig wie oft habe ich dich dabei gefickt. Ich schwöre es. Nachts? Okay. Nein, sag das Treffen nicht ab. Geh einfach nicht hin. Ich kümmere mich um alles. Ich glaube, die steht auf sowas. Das fragst du noch? Natürlich werde ich das. Danke, Boss. Du wirst es nicht bereuen. Okay. Smash ich habe uns etwas Zeit verschafft. Die smashen auf jeden Fall, ne? Boss? Vista Del Rey, Boss? Hatte keine Ahnung, dass du für Sixth Street fährst. Hast du ein Problem damit? Nein, absolut nicht. Geht denen immer noch einer ab? Auf
aufs Sternbanner und die guten alten Werte? Sie haben ihre Ideale. Und mir kann das egal sein. Sie zahlen gut. Ganz einfach. Also, wohin geht's? Okay, komm. Cool, dann mal los. Spring ein. Ein Moment. So, ich hole mir schnell was. Eine Sekunde. Gibt's eine Panma? Eine Panma? Panma der Furz.